Willkommen, hier ist wieder euer Skyflight. Heute mit einer kleinen Sightseeing-Tour bzw. Rundflug von Landsberg am Lech über Oberpfaffenhofen nach Fürstenfeldbruck-Jesenwang mit der Beechcraft. Wir befinden uns auch bereits im Cockpit und bevor wir hier das Spiel wieder crasht, vorhin probieren wir es einfach gleich, dass wir gleich wegkommen. Keine Ahnung, was da wieder rumgedoktert wurde. Also Licht. Rotthammer. Lass mal den Motor an. Immerhin, der läuft schon mal. Nicht. Jo. So läuft es jetzt wieder nicht hier. Jetzt. Alle guten Dinge sind drei. Ah, genau. So, dann machen wir auch gleich los und verlieren nicht noch mehr Zeit. Mittlerweile haben wir anscheinend ein paar Gäste hier in Landsberg. Ja, keine Ahnung, was da vorhin los war. Der Flusi ist manchmal noch nicht ganz einzuschätzen. Das kann auch noch ganz schön schief gehen. Hoffen wir mal, dass wir jetzt mehr Glück haben. So. Machen einen kurzen Überflug über Landsberg, dann versuchen wir uns an der Autobahn entlang zu hangeln. Ja, 96 Richtung München. Holen wir uns schon mal die Stadtfreigabe hier, direkter Abflug nach Osten. Landsberg Traffic Beechcraft Sierra Kilo Yankee Foxtrot Lima India Golf Hotel Tango taking off runway 7 East departure. Runway 7. Ich bin jetzt auf der anderen Seite. Egal. Das kriegen wir jetzt so auch hin. Runway 7 wäre zwar eigentlich die richtige Richtung, aber dann müssten wir jetzt soweit rollen, das kriegen wir so auch hin, würde ich mal sagen. So. Richten wir uns mal aus. So schaut's gut aus. So, schaut doch gut aus. Dann gehen wir mal Stoff hier. Los geht's.
Die Sicht hat auch was. So, vor uns sehen wir dann auch schon Landsberg. Unter uns die Autobahn A96, der wir dann gleich in die andere Richtung folgen werden. Machen hier jetzt bloß einen kurzen Überflug wie die alte B17 unter uns durch Landsberg führt. Jetzt kommt der Knast unter uns. Links Schwimmbad und da die Altstadt. So. Penzinger Feld, Einkaufszentrum, Fachmarktzentrum, Kaufland, Mediamarkt, alles da. Na, da haben wir jetzt schon unsere Autobahn. Und der folgen wir jetzt bis nach Oberpfaffenhofen. Schauen wir mal, was uns da noch so erwartet. Boah. Wir fliegen jetzt nicht mit Live-Wetter. Denn heute ist es mehr als kreislig bewölkt und Wolken hängen sehr tief. Da hätten wir jetzt gar keine Sicht. Deswegen habe ich mich für künstliches Wetter entschieden. Sonst sehen wir ja nichts und das hier alles im Blindflug machen, macht auch keinen Spaß. Hier links haben wir Schöffelding, falls das jemand kennt. Am Horizont erscheint jetzt der Ammersee. Lenkrad darüber machen, müssen wir nicht nur der Autobahn folgen. Jetzt sind wir über Windach. Machen wir einen kurzen Schlenkerer über den Ammersee. Ah, schaut schon cool aus mit den Lichtspiegelungen da. Ah, nice. Ah, hoffentlich stürzt er nicht das Spiel nicht wieder ab. Jetzt kommt Schondorf am Ammersee. Oh ja, sei wieder. Die ganzen Boote unter Wasser dargestellt. Das ist auch noch so ein Bug, dass die Sachen irgendwie unter Wasser dargestellt werden. So. Contact 7 miles west of over Pfaffenhofen, 2600 feet. Altimeter
decimal 9 or 2. Copy Beechcraft Golf Hotel. Jetzt kommt auch schon der Wörthsee mit dem kleinen Ort Bachern jetzt direkt unter uns. Schön, wird sie. Aber keine Boote. Gut, für Januar vielleicht auch etwas kühl. Steinebach am Wörthsee kommt jetzt in Sicht. Und da hinten kann man schon leicht Oberpfaffenhofen erkennen. Wir fliegen jetzt von der Runway 04 an. Wir werden aber nicht landen, sondern nur überfliegen. So, drehen wir mal ein für den Überflug. Mir scheint, es sind auch ein paar Piloten vor Ort. Hallo, Oberpfaffenhofen Airport. Schön vorbei. Ja, da unten steht, da steht einer. Und auf der Piste anscheinend auch. So, dann geht's hier über die A96. Nach Neugilching. Welcome to Neugilching. Ui. Das ist aber ein türkisfarbener schöner See, da. Sagst du die? Cool. Nicht schlecht. Der ist cool. Dann drehen wir mal nochmal zurück. Machen wir nochmal einen Überflug. Ja, das ist schon was anderes. So, VFR. Da. Gelching selbst. Die Hauptstraße. Jetzt geht's wieder über die Autobahn dann. Kreisverkehr, genau. Und jetzt kommt die Autobahn. Drehen wir hier voll ein. Industriegebiet. Dann noch mal ein kleiner Überflug. Ui. Ja, da unten steht wieder einer. Noch mal Industriegebiet.
So. Dann würde ich sagen, folgen wir der Strecke hier. Jetzt suchen wir mal, wo hier die Straße ist. Da ist die Hauptstraße, genau. Und der folgt mir jetzt Richtung Fürstenfeldbruck. Beziehungsweise eigentlich einfach mal so in diese Richtung jetzt. Ja, der See, der hat schon was da. Sag's denn die? Ja, ist schon cool. Cool, cool, cool. Ah, Fürstenfeldbrück. Ich bin ein bisschen darüber. So vielleicht. In der Tiefe macht die Geschwindigkeit schon was aus. Ui, da ist einer unterwegs. Cool, ja. Cool, cool. Da hinten irgendwo ist München. Da sind wir schon in Fürstenfeldbruck. Wie schnell das alles geht. So. Dann suchen wir uns jetzt mal die Strecke hier. Sieht man richtig schön den Schatten von den Wolken und da vorne ist wieder Sonne. Ist auch nicht schlecht. So. Jetzt muss ich mal nach innen hier. Die Höhe ist. Oh. So ist besser. Schauen wir mal Jesenwagen. Da müssen wir hin. Jetzt mal die Geschwindigkeit raus. Bin ich. Habe ich da keine Chance? Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen hier. Füße raus. Das ist eine Graspiste, das heißt, es wird jetzt lustig. Ob wir die so erkennen? Da, davon müsste die sein. Ziemlich tiefer Anflug, Flaps full. So. Nee, das ist gar keine Graspiste. Stimmt, der hier ist geteert. Macht nichts. Umso besser. Aber ich denke, das kriegen wir hin.
So. Wann wir kommen. Bremsen. Die Piste ist nicht so groß. Jawohl. Ja, wunderbar. So, wo gehen wir da jetzt hin? Da gehen wir jetzt. Kommen wir hier raus. So, hier haben wir jetzt ja nicht wirklich. Da hören sogar die Vögel zwitschern. Auch nicht schlecht. Dann stellen wir uns jetzt hier einfach in die Wiese. Da gehen wir wenigstens nicht im Weg um. Da. Ja, schaut doch nicht schlecht aus. Sehr schön. Hat doch wunderbar geklappt. So, dann auch Motor. So, welcome to Jesenwang, the International City. Ich weiß gar nicht, was die Einwohner haben. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. War jetzt ein kleiner Trip, aber war auch ein Sightseeing-Trip. Und schauen wir mal, wo es uns dann beim nächsten Mal wieder hin verschlägt. Und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also. Macht es gut. Servus und ciao, ciao.